Hallo alle da draußen, ich bin die Brigitte. Ich zeige euch heute den One Beard mit 32 Count und 2 Walls und er hat einen Restart. So, dann machen wir mal die Schritte. Mit unserem rechten Fuß stampfen wir das Steg rechts auf. Unser Gewicht drauf. Dann nehmen wir unsere linke Hacke und drehen es zum Fuß hin. Dann nehmen wir unsere linke Spitze und drehen es zum Fuß hin. Dann nehmen wir unseren linken Fuß, tippen ihn neben dem rechten auf, tippen den linken Fuß vorne auf, linker Fuß daneben aufsetzen, linker Fuß links seitlich auftippen und der linke Fuß wieder neben dem rechten auftippen. Das machen wir jetzt nochmal. Schritt vor, Hacke rein, Spitze rein, Tap. Vorne abstellen, wieder daneben tap, seitlich tippen und wieder daneben auftippen. Dann zählen wir das nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, tippen, 8. Weil jetzt machen wir dasselbe auf der linken Seite. Wir nehmen unseren linken Fuß, stampfen den schräg auf, nehmen unsere rechte Hacke, unsere rechte Spitze, rechts neben links auftippen, vorne auftippen, neben links auftippen, links zur Seite auftippen, neben links auftippen. Dann machen wir das nochmal mit der linken Seite. Links auftippen, Hacke, Spitze, Tab. Vorne auftippen, daneben auftippen, seitlich auftippen, daneben auftippen. Dann zählen wir das einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir mal beide durch. Mit rechts fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt machen wir die nächsten 8. Wir machen einen Schritt mit rechts zur Seite und tippen den linken Fuß neben dem rechten ab. Jetzt machen wir Vierteldrehung links herum. Auf 9 Uhr nehmen unseren linken Fuß, stellen ihn ab und tippen mit dem rechten Fuß neben den linken auf. Jetzt nehmen wir unseren rechten Fuß, stellen den rechts daneben ab, tippen mit unserem linken Fuß neben rechts und machen wieder eine Viertelumdrehung links herum, dass wir 6 Uhr schauen, nehmen den Schritt daneben und tippen mit unserem rechten Fuß neben dem linken auf. Dann zeigen wir das nochmal. So. Zur Seite, tap. Verdrehung. Seite, tap. Seite, tap. Und Seite, tap. Dann zählen wir das nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hängen wir das alles mal zusammen. Mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir noch 8 Schritte übrig und die machen wir mit einem V-Schritt. Wir nehmen den rechten Fuß, schräg rechts vorne abstellen, den linken Fuß abstellen, dass wir wie so ein V stehen. Dann nehmen wir unseren rechten Fuß wieder zurück und unseren linken Fuß wieder zurück. Das gleiche nochmal. Rechts schräg, links schräg, rechts zurück, links zurück. Und das Ganze machen wir auch zweimal.
Dann zählen wir das gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die V-Schritte zeige ich nochmal von hinten. Mit rechts fangen wir an. Schräg rechts, schräg links, schräg rechts wieder zurück und schräg links wieder zurück. Schräg rechts vorne, schräg rechts links, wieder mit rechts zurück und wieder mit links zurück. Manche nehmen auch die Hacken. Hacke, Hacke, ran, ran, Hacke, Hacke, ran, ran. So, dann zählen wir das nochmal alles durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann sind wir bei 12 Uhr, da haben wir dann unseren Restart. Und der ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn wir unsere ersten Schritte machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal. Das ist jetzt der Restart. Gleich nach den ersten 16 Counts, einmal 8 rechts, 8 links, dann kommt es alles nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist eigentlich ganz einfach. Und das alles, wenn wir um 12 Uhr stehen, in der fünften Runde. Und jetzt probieren wir es mit Musik. Ja.